Trauma ist die Dominanz der Vergangenheit über die Gegenwart. Trauma ist nicht der Unfall, nicht die Naturkatastrophe, nicht der Tod eines geliebten Menschen. Trauma ist die Dominanz der Vergangenheit über die Gegenwart. Aber was heißt das ganz genau? Wenn ich als Kind mit vielleicht 5 Jahren auf die Straße gerannt bin, weil ich meinem Ball hinterhergelaufen bin und habe nicht auf den Verkehr geachtet, weil ich noch gar nicht so ganz genau weiß, wie das funktioniert mit dem Straßenverkehr und ich mir dessen auch nicht bewusst war, dass das gefährlich ist, sondern ich hol meinem Ball hinterher und laufe auf die Straße und alles, was ich noch mitbekomme, ist die Vollbremsung, die das gelbe Auto macht und der Mann, der aussteigt und der völlig aufgeregt ist und vielleicht sogar auch mit mir schimpft, was ich da mache, warum ich auf die Straße laufe. Und dann stehe ich da als kleiner Knirps und bin total geflutet von diesem Ereignis. Und vielleicht kann ich auch spüren, wie knapp das war, weil wenn man 5 ist, sind gelbe Autos ziemlich groß. Und dann ist die Szene vorbei. Sie ist ein Stück Vergangenheit. Und jedes Mal, wenn ich heute an der Straße stehe und es kommt ein gelbes Auto, habe ich diese Gefühle von damals. Angst, dass ich umgefahren werde, Angst, dass ich geschimpft werde, Angst, dass gleich was Gefährliches passiert. Vielleicht geht mein Puls nach oben, vielleicht fange ich an zu schwitzen, vielleicht werde ich total nervös. Dabei bin ich erwachsen, ich stehe an der Straße und ich warte, bis genug Platz ist, dass ich über die Straße gehen kann. Und dann dominiert die Vergangenheit. Als 5-Jähriger, ich auf der Straße, das Auto bremst, der Mann schimpft, über die Gegenwart. Ich als Erwachsener stehe an der Straße, warte, bis eine Lücke im Verkehr ist und habe ganz, ganz starke Gefühle. Auch Trigger genannt im Kontext von Trauma. Ich habe im Jetzt die Gefühle von damals. Und ich erlebe die Gegenwartssituation jetzt wie die Situation damals. Und dann bin ich getriggert. Das nennt man ein Schocktrauma. Ein singuläres Ereignis, wie das Kind läuft auf die Straße, das gelbe Auto bremst und die traumatische Energie bleibt im System erhalten, bis diese Erfahrung integriert ist. Außer dem Schocktrauma gibt es noch das Entwicklungstrauma. Wenn wir kleine Menschen sind, kurz nach der Geburt, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, haben wir im Prinzip das Bedürfnis, dass die Erwachsenen da sind und uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Essen, Schlaf, Kleidung, Kuscheln, Liebhaben, Zugewandtheit, freundlich mit uns sprechen, uns durch die Gegend tragen, uns baden, mit uns spielen, mit uns lachen und so weiter. Also wir haben das Bedürfnis, dass etwas von außen zu uns kommt, was uns gut tut. Und gleichzeitig haben wir ein großes Bedürfnis nach Schutz, dass die Erwachsenen dafür sorgen, dass alles, was nicht gut für uns ist, dass das draußen bleibt, dass sie das fernhalten von uns. Und wenn unser Aufwachsen als Kind jetzt so war, dass wir das nicht bekommen haben, wir haben das nicht bekommen, was wir dringend brauchen. Wir haben nicht die Zuwendung bekommen, wir haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, nicht die Wertschätzung. Dann laufen wir den Rest unseres Lebens herum und wollen das von anderen Erwachsenen bekommen. Lieb mich, nimm mich, wie ich bin, sei da für mich. Und dann sind wir 3-Jährige im Körper von erwachsenen Menschen, die zu anderen erwachsenen Menschen sagen, versorg mich mit allem, was ich brauche. Das ist Entwicklungstrauma. Die Vergangenheit dominiert die Gegenwart. Und wenn wir nicht geschützt wurden
Wenn die Erwachsenen nicht alles aus unserem Leben draußen gehalten haben, was schädlich für uns ist. Und wir Invasionen erlebt haben, Grenzverletzungen erlebt haben. Dann laufen wir häufig als Erwachsene durch die Welt und schauen, wo ist die nächste Gefahr, die uns überflutet und die schädlich für uns ist. Wo ist jemand, der uns was Schlechtes will? Wo ist das Auto, das uns gleich umfährt? Wo ist die nächste Naturkatastrophe, in die wir gleich hineingezogen werden? Die Erfahrung der Vergangenheit dominiert das Erleben in der Gegenwart. Das ist Trauma.